Ja, hallo und willkommen zu einem Shortcut der schwarzen Filmdose. In dieser Kategorie werden wir uns ab jetzt immer mal wieder mit legendären Filmszenen beschäftigen. Und heute ist eine ganz besondere Szene dran, und zwar aus dem Film Trésor et d'un Gauffin. Ich wollte das mal aussprechen. Nein, eigentlich geht es um das amerikanische Remake des französischen Filmklassikers Drei Männer und ein Baby. Und das Remake heißt Noch drei Männer, noch ein Baby. Boah. Worum es in diesem Film geht, ist eigentlich ziemlich irrelevant, aber ich werde es trotzdem mal ganz kurz erzählen. Drei überzeugte Junggesellen kommen irgendwie an ein Baby. Und anstatt es an Kinderhändler zu verkaufen, wie das jeder normale überzeugte Junggeselle machen würde, behalten sie es und füttern sie es und streicheln sie es und... Naja, ein Familienfilm irgendwie. Aber in diesem Film gibt es eine Szene, die mir persönlich in meiner Kindheit das Blut in den Adern hat gefrieren lassen. Und die zeige ich euch jetzt mal. I pick her up like a grandmother. That's called experience. Darling, let's see you. Oh, she's so lovely. What's her name? Mary. Mary. Oh, Mary. Look at the way she's looking at me. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Gucken wir mal genau hin. Lieber Gott, mach, dass das kein Geist war. Bitte. Ja, um diese Szene ranken sich einige Legenden. Eine davon ist, dass sich ein Mitarbeiter des Filmcasts an eben diesem selber umgebracht hat und sein Geist eben am Fenster stand. Außerdem soll sich irgendwann mal die Mutter eines verstorbenen Jungen gemeldet haben und gesagt haben, das wäre der Geist ihres Boys. Geht's noch gruseliger? Verdammt! Das ist ein Familienfilm! In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Originalfilm den Originaltitel hat. Trésor et d'un Gauffin. Wobei Gauffin fast genauso geschrieben wird wie das englische Wort Coffin. Für Sarg. Gut, am Ende hat sich dann rausgestellt, dass es irgendwie ein Pappaufsteller war, der da stand. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann kann man das auch sehen. Allerdings war es ein Pappaufsteller von Ted Danson himself, der auch in dem Film mitspielt. Und der ist ja nun auch schon gruselig genug. Das war's auch schon wieder. Von der schwarzen Filmdose. Für heute. Und wenn ihr das nächste Mal einen Familienfilm guckt, dann seid auf der Hut. It could scare the shit out of you!